Was soll das da unten? Ich muss Bericht erstatten über die Minen. Es ist wichtig. Wie steht es um die Minen? Super. Wirklich. Die Minen. Einfach spitze. Aber da können Sie lange warten. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ich bin weiter im Einsatz in der Vertretung meines maladen Kollegens und ich habe heute ein Thema mitgebracht, was auch für viele doch ein größeres Reizthema ist und ich dafür auch teilweise wirklich gehasst werde für meine Prognosen in diesem Bereich, aber leider gehen sie halt meistens auf, ist das Thema Minen, respektive Minenaktien. Ja, da werden wir uns heute drei Sachen anschauen, für viele vielleicht auch gar nicht so bekannt. Einmal den Hui-Index, einmal den Xau-Index und die Aktie von First Majestic. Für das Letzte empfehle ich, dass Sie da mal noch die Hakle Feucht oder Erwachsenenwindel auspacken, denn das könnte für einige doch äußerst unangenehm werden, was ich dazu zu sagen habe. Ja, dann ansonsten noch der Hinweis, morgen Bitcoin Ethereum Sonderbericht am Sonntag, den auf jeden Fall nicht verpassen. Als Abonnent behalten Sie, bekommen Sie den auf jeden Fall. Und falls Sie es noch nicht getan haben, Sie können sich auch jetzt als Nicht-Abonnent auch für unseren kostenlosen Newsletter anmelden, der immer am Montag veröffentlicht wird, immer mit sehr, sehr interessantem Content versehen ist und sich auch immer größere Beliebtheit erfreut. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Das können Sie sehen unter www.hkcmanagement.de, wenn Sie da drauf gehen und dann hier einfach mal runterscrollen. Da kommen Sie erstmal hier auf unsere Analysen, dann die Sonderberichte. Sie gehen weiter runter, dann kommen Sie hier durch die Märkte, Rezessionen über uns, hier die aktuellen YouTube-Videos und genau hier sehen Sie es, HKCM Newsletter, ganz einfach. Sie geben hier einfach nur Ihre E-Mail-Adresse ein, auf die Sie den Newsletter in Zukunft zugeschickt bekommen wollen. Unten Ihren Namen rein, anmelden, das war's. Ja. Grundsätzlich reicht das, dann sind Sie in den E-Mail-Verteiler aufgenommen und können so unsere Newsletter erhalten und Sie können sich selbstverständlich auch jederzeit austragen, wenn Sie das nicht mehr wollen. Ja. Gut, so, bevor wir in die Analyse hineinstarten, Sie drücken jetzt alle den Like-Button und falls Sie es noch nicht getan haben, subscriben auch dem Kanal, denn dann verpassen Sie auch entsprechend die Videos nicht. Ja, wie gesagt, Minenaktien, großes Reizthema, wahrscheinlich genauso ein großes Reizthema wie das Thema Gold und Silber an sich schon ist, aber hier auch bei den Minenaktien, da, ja, ich weiß nicht, wie man diese Stimmungsschwankung in diesem Markt beschreiben sollte, das ist immer der Untergang gepaart mit der Apokalypse und dann wieder die größte Euphorie, Raketenstart etc. Gefühlt werden hier jede Woche auch 10 neue Minenunternehmen gefunden und ich habe auch inzwischen auch verstanden, warum das eben auch viele so machen, ständig hier nach neuen Unternehmen Ausschau zu halten, denn die Dinger gehen entweder sprichwörtlich an den Arsch, ja, oder es tut sich halt sehr, sehr lange nichts, was einfach damit zu tun hat, dass wir hier wahrscheinlich immer noch in einer fetten, fetten Korrektur stecken, die schon einige Jahre andauert. Und aktuell auch noch nicht den Eindruck hinterlässt, sich beendet zu haben. Nun, ich habe ja gesagt, ich bringe mal zwei Charts mit, und zwar zum einen den Hui-Index und den Xau-Index. Ich denke mal, den Hui kennen vielleicht noch mehr. Also das ist ja der Arca Gold Bucks Index. Also das ist ein Index, der beinhaltet hauptsächlich Goldminenunternehmen, die sich nicht hedgen. Also das bedeutet, sie sichern ihre Produktionen nicht am Markt ab, über den Terminmarkt ab. Also einfaches Beispiel, Sie haben das Gold produziert, aktuell steht der Goldpreis bei 1800 Dollar. Sie nehmen jetzt einen, machen jetzt einen entsprechenden Future-Kontakt darauf, um diesen Verkauf dann in Zukunft auch zu 1800 Dollar eben entsprechend zu garantieren, auch falls der Markt eben nach unten fallen sollte. Und machen diese Unternehmen in dem Falle eben nicht. Das heißt, wenn er bei 1800 steht, verkaufen sie, wenn er bei 2000 steht, verkaufen sie es besser, wenn er bei 1600 steht, verkaufen sie es schlechter. So einfach mal for short, ganz simpel ausgedrückt, wie dieses Thema Hedging funktioniert, beziehungsweise was passiert, wenn ich das eben nicht mache. Ja? Wobei, wenn wir dann uns den Xau-Index anschauen, den Philadelphia Gold and Silver Index, dann haben wir dort die Situation, diese Unternehmen tun das. Muss allerdings sagen, wenn ich mir den Chart anschaue, nicht besonders erfolgreich, denn die Charts zum Hui mit kleinen Nuancen sehen mehr oder minder identisch aus. Also besonders erfolgreich für den Aktienpreis ist das definitiv nicht an der Stelle. Das kann man schon mal vorne wegnehmen. Nun, was ist hier im
Hui in den letzten Jahren passiert. Einfach mal ganz kurz vor Short abholen. Wir hatten hier entweder im April 2008, also 2008 ein markantes Hoch, dann eben hier eine überschießende B in diese Hochs 2011 hinein und seitdem ist dieses Ding einfach nur auf dem absteigenden Ast, ja, mit zwei Anstiegen, einmal 16 und jetzt einmal hier dieser Anstieg im 20, ja. Man muss jetzt hier verstehen, wir sprechen hier ausschließlich von Goldminen, ja. Der Goldpreis hat 2020 ein neues Allzeithoch ausgebaut. Der reinen Logik nach folgend hätte der Hui dies auch tun sollen. Und ich denke mal, da werden mir alle zustimmen. Das ist schon mal ein Punkt, wo man sagen muss, irgendwas stinkt hier in Dänemark, ja, an dieser ganzen Sache. Also das immer schon für mich ein riesengroßer Warnschuss gewesen, insbesondere daher wir halt einfach hier im Rahmen dieses 50er Retracements auch dann in dieser Aufwärtsbewegung gescheitert sind, was ein klar korrektives Ziel gewesen ist und seitdem kommt der Markt eben hier auch runter. So, um jetzt einmal hier diesen Zustand festzuhalten, wir haben jetzt letzten Endes hier nur einen Ausweg und, da der Hui eben schon einiges dieses Sektors abdeckt, kann man das schon als Referenzgröße hernehmen. Wenn wir jetzt hier nicht aktuell diese Abwärtsbewegung hier spätestens im Bereich 192, 168 gebremst bekommen und von dort wieder einen Anstieg erzeugen, also das deckt sich natürlich auch mit den Analysen teilweise der Einzelaktien, dann wird dieses Thema hier nach unten abrauschen und dann werden wir hier Kurse nochmal unter 99 Dollar erleben, was eben ein Unterschreiten der Tiefs bedeutet, die wir damals eben im Jahr 2015, 2016 eben ausgebaut haben und in dem generellen Zustand, in dem sich dieser Sektor befindet, auch in dem sich teilweise die Einzelaktien befinden, würde ich da nicht sagen, dass wir deswegen ein neues Tief im Goldpreis benötigen, um diesen Absturz zu erzeugen, sondern das können die Minen eben ganz alleine auch schaffen, denn sie haben es ja auf der Upside auch nicht geschafft, eben hier neue Hochs zu erzeugen, obwohl der Goldpreis neue Hochs ausgebaut hat. Jetzt kommen wir zu dem XAU-Index. Wie gesagt, hier, diese Unternehmen sind eigentlich abgesichert gegen die Marktbewegungen. Den einzigen Unterschied, den ich hier momentan so in dem imminenten Geschehen der letzten Jahre sehe, ist halt eben diese Bewegung, die wir hier nochmal im Juli, Juni 21 vollzogen haben. Da ist der nochmal auf ein neues, knappes Zwischenhoch gelaufen. Das sehen wir hier sehr deutlich. Das ist ja hier eben in dem Hui-Index nicht mehr passiert. Aber das ist es dann auch schon. Ansonsten ist auch hier das Bild mit dem vom Hui identisch. Wichtiger Unterschied noch ist natürlich, dass hier auch Silberminen drin enthalten sind. Das ist beim Hui nicht der Fall. Aber das ändert letzten Endes hier auch nichts an der weiteren Entwicklung. Auch hier gehe ich von tieferen Niveaus aus. Ich gehe mindestens nochmal von dem Anlaufen der 102 aus, wenn nicht eben sogar hier Richtung 85, 74 nochmal runter. Und auch da gilt, das muss das Ding halten, denn sonst haben wir eben das Tief 2015 bzw. Anfang 2016 nicht gesehen. All das wäre eine Korrektur. Auch hier haben wir nach oben ein korrektives Retracement mit dem 618 angelaufen. Auch da ist er dran gescheitert. Und dann würde das hier eben nochmals Kurse hier unter diesen 38 bedeuten, um den Markt entsprechend zu bereinigen. So, wenn jetzt viele sagen, ja, um Gottes Willen, der Klinkmüller labert wieder scheiße, das ist alles wieder völlig überzogen. Ja. Wir erinnern uns an viele andere dieser Dinge, die wo ich völlig überzogen habe mit der Prognose, die dann halt aber leider eingetreten sind. Schauen wir uns mal eine Aktie an, an der Hand derer wir das auch mal exemplarisch uns anschauen können, dass das ohne weiteres möglich ist. Und zwar ist das First Majestic. Um sich nochmal in Erinnerung zu rufen, First Majestic war auch eine Aktie, die wurde auch mal von dem Reddit-Forum extrem gehypt. Im gleichen Kontext wurde ja auch der Silberpreis gehypt. Also der Silberpreis sollte ja eigentlich auch bei über 100 Dollar stehen inzwischen, falls Sie das nicht wissen. Und die ist dann auch hier im Jahr 21 da dann auch teilweise dann auch nochmal richtig durch die Decke geschossen und so weiter. Und seitdem kam eben der entsprechende Absturz. Ich meine, Abonnenten des Minenpaketes bei uns wissen es, was da meine Einschätzung dazu ist. Und ich habe jetzt mal den Chart nochmal überarbeitet. Ich habe mir da wirklich ein paar Tage Zeit genommen, weil ich mir auch wirklich überlegt habe, auch gegenüber den Abonnenten, die haben es dann schon gesehen, ja, die Analyse dazu, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, kann ich den bringen, ja, und wie baue ich da eventuell noch was ein, damit es nicht ganz so hart wird, ja, der Schock, aber auch das Szenario, was ich jetzt mal als primäres Szenario mal hinterlegt habe, ich glaube, das ist alleine schon Schock genug und es hat nur eine Wahrscheinlichkeit von 55% aktuell. Also, wenn wir uns dieses gesamte Chartbild hier anschauen, sehen wir einfach, diese Aktie besitzt keinen durchgehend existenten Aufwärtstrend, wie das jetzt zum Beispiel bei einem Dow-Titel oder so der Fall ist, ja. Sondern wir haben hier, wenn überhaupt, und das ist wirklich, ich sage da wirklich, das ist durchaus auch für mich weit hergeholt, das, was ich hier auf den Chart gebracht habe jetzt, um dieses Primärszenario überhaupt irgendwie am Leben zu erhalten.
ist, dass wir hier ein Sammelsurium an 1-2 Setups nacheinander ausgebaut haben. Ja. Das heißt, das erste hier in 2011 die 1, dann wäre das Tief hier auch in 2015, 2016, dann nochmal hier eine 1 hoch und dann hier die 2 runter. Und jetzt müssten wir aber ein weiteres 1-2 ausgebaut haben mit aber einer massiv überschießenden Welle B. Ja. Wie gesagt, möglich ist das immer, sieht aber in dem Falle schon dermaßen übertrieben aus, dass es halt eben, wie gesagt, maximal 55% Wahrscheinlichkeit hat und ich trotzdem, selbst in diesem, sag ich mal, in Anführungszeichen, positiveren Szenario davon auszugehen habe, dass wir nochmal Kurse im Bereich von $8.30 respektive $6.89 erleben werden. Ja, also auch das schon extrem unangenehme Bewegung. Die Alternative, und die hat 45%, ist, dass wir hier zwar auch im Jahr 2021 hier oben die B ausgebaut haben, die aber immer noch zu dieser ursprünglichen Korrektur gehört und wir dann hier nur die A hatten, das hier alles als ABC ausgebaut haben und dann hier nochmal jetzt runterkommen und dann hätten wir tatsächlich ein Kursziel unter $5.30. Der Hinweis auch nochmal, es ist kanadische Dollar, denn das Unternehmen kommt aus Kanada, die Heimatbörse ist Toronto. Hätten wir nochmal Kurse unter $5.30 zu erwarten, genauer würde ich dann von dem Anlaufen des 88.7 Retracements bei $2.91 ausgehen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das ist ja auch völliger Schwachsinn, total unrealistisch, dass das passiert. Ja. Also ich meine, wenn ich mir den Chart halt in der Vergangenheit anschaue und die Abstürze, die der jeweils hatte nach solchen Hochs, dann halte ich das für mitnichten für unwahrscheinlich. Und da sollte man sich auf jeden Fall darauf vorbereiten. Also hier bitte nicht den Fehler machen zu glauben, wenn der Titel wieder unter $10 fallen sollte, dass das jetzt billig ist oder besonders günstig. Ja, das ist wahrscheinlich eben immer noch viel, viel zu teuer. Wenn man jetzt noch den Katalysator dazu nimmt, dass ich ja auch weiterhin von einem Rückgang im Silberpreis ausgehe, dann sehe ich da keine Schwierigkeiten für den Laden, das eben zu unternehmen. Und das ist halt ein Titel, der verliert an einem Tag eben auch mal schnell 15%. Entsprechend dessen kann das nach unten auch eine ganz gewaltige Dynamik eben annehmen. Ja, damit wären wir hier durch mit diesem Update. Wir sehen, ich möchte noch mal eines zum Schluss betonen. Ich bin trotzdem hier, auch wenn das jetzt, ja, sind immer so bärisch etc. Also mal bullisch-bärisch ist schon mal Riesenquatsch, das überhaupt zu, das gibt es eigentlich per se nicht. Entweder es steigt oder es stirbt, das ist einfach der Punkt. Aber ich sehe halt einfach hier immer noch aktuell, dass das Ding sich, dass die Teile einfach noch massives Abwärtspotenzial haben. Wenn hier mal diese Charts bereinigt sind, und da muss ich einfach sagen, sorry, aber das ist kein bereinigtes, sauberes Chartbild, was einen vernünftigen, langfristigen Anstieg zulässt, werde ich der Monsterbulle sein. Und ich habe das auch schon in den Videos für die Abonnenten gesagt, ich werde sie alle mit dem Rohrstock in diesen Sektor reinprügeln, weil dann werden wir hier wirklich immense Chancen tatsächlich haben. Aber das, was hier in den letzten Jahren passiert ist, Monaten passiert ist, ist keine richtige Chance. Und ja, ich weiß, diese Aktien haben teilweise 100% und so weiter zugelegt. Das ist schwer zu verstehen, dass es dann trotzdem insgesamt immer noch ein korrektives Umfeld ist. Aber die aktuelle Entwicklung, vor allen Dingen im letzten Jahr, haben gezeigt, dass es genau das ist. Ja. Und entsprechend dessen, ich bleibe da dabei, solange das nicht sauber bereinigt, dass es hier klare Indizien gibt, dass dieser Sektor wirklich jetzt fertig ist mit dieser Korrektur und bereit ist für so einen Liftoff, werde ich hier auch schön abwarten und mich von diesem ganzen Thema fernhalten. Ja. Wenn Sie dazu Updates haben möchten, buchen Sie sich bei uns das Minenanalysenpaket, am besten auch mit der Videoanalyse. Dann haben Sie da dreimal die Woche ein Update dazu und sind dann da entsprechend eben auf dem Laufenden. Da ist eventuell auch mal, werden wir da vielleicht auch mal eine An- oder Aktie mal noch hinzufügen. Das müssen wir mal in den nächsten Monaten schauen, wie wir da mit den Kapazitäten hinkommen. Ja. Ich bedanke mich. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie ein Like da und bis zum nächsten Mal.